Mädel, kurze Info hier noch im Intro, und zwar dieses Projekt ist das White Farming Projekt, wurde nur umbenannt, kommt weiterhin von Montag bis Freitag, und noch etwas eine eigene Sache, und zwar wird es ab sofort keine Südhammern-Folgen mehr bei mir geben. Ich bin zwar weiterhin am Projekt beteiligt, aber ich werde sie nicht mehr veröffentlichen. Das hat diverse Gründe, erkläre ich euch gerne irgendwann mal später in dem Vlog oder so. Aber jetzt, Mädel People, viel Spaß. Hallöchen meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen alten LS-Projekt, ja, Hof Mecklenburg nennt sich das Ganze, ehemals White Farming oder Wilde Farming, je nachdem. Zusammen mit den McManus, den Guten, den Ansgar und den Werner. Hallo, ja, und exakt, Fusi, ganz hallo. Richtig. Und den Fusi natürlich, Entschuldigung. Hallo. Habe ich Fusi vergessen? Ich weiß es nicht. Du hast Fusi vergessen. Erstmalig mit schweren Geräten. Oh, gut, dann natürlich. Ja, genau. Wir ja. Haben richtig tolle Maschinen hier. Ja, die Idee mit den mittleren Maschinen mussten wir aufgeben. Liebe Zuschauer, wie findet ihr denn unseren Namen Hof Mecklenburg? Ne, das ist ja jetzt der neue Name, der ist sehr ausgefallen. Ja. Hof Mecklenburg haben wir gedacht, nennen wir das Projekt jetzt. Fangen wir auf der 18 an? Müssen wir, ja. Ja, 18, gut. Ja, fällt 18. Irgendwer sollte, wenn es möglich ist, kann irgendjemand den LKW, wir haben ja schon einen wunderbaren LKW. Nee, wenn wir mit 18 anfangen, müssen wir aber die meisten Stadtwerke rein. Finde ich gut. Nee, halt. Also, nee, doch, wir fangen mit 18 an. Gut, Werner, du hast es dich verhauen. Hier ist kein Mais. Nee, Mais ist auf der 4. Schauen wir uns doch mal an. Hey, auf 3 ist doch Raps, das können wir doch auch ernten. Ja. Das können wir auch ernten, ja klar. Deswegen ist ja egal, ob jetzt 18 oder 3. Wir können uns ja auch aufteilen, wir sind ja eh viele. Oh. Was, das hier ist schon das erste Feld? Das ist das erste Feld hier. GPS kannst du hier eh vergessen. Das ist groß. Warum? Das ist echt groß. Weil die Felder nicht quadratisch sind. Ja, warum kannst du dann GPS vergessen? Weil GPS so nicht funktioniert. Na, du machst dir halt eine gerade Bezugskarte, ja, ziehst mit eine GPS. Gerade Bahn, und danach richtest du den Rest aus. Richtig. So. Das Schild hat Kollision, ne? Frage. Ja, das hat Kollision. Was brauchen wir denn noch auf dem Feld 18? Haben wir schon Gruber oder so? Nee, prinzipiell Ladewagen, wenn wir das Stroh irgendwie verwenden möchten. Ach, Randy, sag mal okay. Was. Dann hole ich mal einen Ladewagen. So, ich stelle mein Schneidwerk hin. Leute, vielleicht solltet ihr das Schneidwerk nicht dorthin stellen, wie zum Beispiel Randy, wo es dann stört bei der Wende. Sondern hier drüben, wo Platz ist. Einfach. Den Wagen meine ich jetzt. Aber naja, nun ist eh. Was zur Hölle machen wir hier überhaupt? Du hast einen Überladewagen, ne, Werner? Das ist ein Hafer. Ich habe einen Überladewagen. Oh, okay. Hafer. Hafer. Ich habe einen Überladewagen, ja, Freezy. Ja. Guck mal, ganz schön. Der sieht echt gut aus. Boah, ich weiß nicht. Aus. Oh ja, Moment, guck mal. Nee, jetzt ist genug. Oh, was unser Hof dann an Kosten verschlingt hier mit den ganzen Geräten. Ja, die laufenden Kosten werden übel sein. Man muss dazu sagen, wir haben bereits 200 Kühe. Was? Ja, die waren schon vom Start weg 200 Kühe. Das heißt, die müssen jawohl. Auch versorgt werden. Okay, das ist ja gut. Ja, also wir haben echt was zu tun hier. Also ein bisschen hier so rum, ne? Um ganz nicht vergessen. Muss echt gearbeitet werden. Ich bin hier Manus Abtanker. So. Ja, was haben wir denn noch irgendwie zu sagen? Unsere Schafe haben wir nicht mehr, ne? Die wir auf der Gold Coast Valley hatten. Nö, momentan nicht. Die haben wir nicht mehr drauf. Aber wie gesagt, 200 Kühe haben wir dafür. Moment, wir haben 200, ja, die sind standardmäßig vom Spiel so, wenn du das Spiel neu beginnst, dann sind die einfach dabei. Wir haben 1, 2, 3, 4 Felder. Das sind nicht und die größten. Und 3 ist wirklich groß. Ja, aber es ist, geht noch größer hier. Obwohl 5 dürfte fast genau, na 3 und 4 sind, 4 und 5 sind wahrscheinlich so groß wie 3, würde ich schätzen. Also hier wäre die Anzeige schön, wer wie viel hat zum Abfangen. Ja, so inspektormäßig. Ja, was genau. Ist das denn hier? Das ist kein Thema, oder? Nein, ob das Clans-Gedöns? Ne, das ist keine Schwerter drauf. Das ist ein Bienenanhänger, Werner. Ich wollte ihn schon wegfahren mit dem Waltra, aber. Gibt's Bienchen? Bienchen? Ich mag keine Bienen. Ich mag nur den Honig. Ein bisschen Geld. Wo ist denn der Rest überhaupt? Ansgar, holst du schon den Ladewagen? Ja, ich musste mich erstmal orientieren. Musste erstmal gucken, wo steht er eigentlich, weil hier so viel rumsteht auf dem Hof. Na, in den Hallen habe ich jetzt mal prinzipiell bis auf den großen Trailer vom LKW nichts reingestellt. Steht alles draußen. Ja, wir müssen bald mal hier alles Mögliche verkaufen. So viel brauchen wir ja gar nicht.
Habt ihr auch so schlechte Performance, wenn ihr Richtung linke Karte so guckt? Nö. Es geht hier zurück, habe ich super Performance, in die Richtung habe ich richtig schlechte. Wo ich auf den Server eingeloggt hatte, hatte ich mal eben kurz ein paar Lags am Hof, aber die sind dann nachher wieder ja, geladen. Ja, da lädt er dann die ganzen, ja, den ganzen Status. Hätte die mega lange Synchrozeit, ich weiß nicht, die waren sicher 5 Minuten oder sowas. Na, ja, das wäre jetzt übertrieben, 2 Minuten. War schon lange? War extrem lange, ja. Randy? Ja, naja, so viel habe ich noch nicht, aber Mensch. Hier der Ausgang vom Hof, Mensch. Ja, es gibt 2 Ausgänge. Na, alles, was du auf dem Hof siehst, das war der erste herangekarrt. Warum soll das wieder verkauft werden? Das muss genutzt das werden. Erstmal. Das oh, ist brauchen wir das wirklich alles? Das braucht ja alles. Ja, das sind 3. Du wirst jetzt erstmal in die Geräte eingeführt. Die Geräte werden jetzt erstmal in dich eingeführt. Weil das sind 3 Gruber, 3 Saatmaschinen, so nee, 6 Saatmaschinen, 3 normale, dann 2 spezielle. Oder 3 spezielle, in zum Beten. Ach, das brauchst du für die Größe. Normale? Naja, die normalen und die speziellen halt für Mais und Sonnenblumen und das Gedönsel halt. Was man also vielleicht dazu sagen, und Drillen. Was man dazu sagen kann, wir spielen mit dem Kuhn-DLC. Wir haben auch schon 2-3 Maschinen mit reingenommen. Genau. Aber ja, das sehen wir dann im Laufe der Zeit, wenn wir sie benötigen. Ja. So. Naja. Auf jeden Fall, das Däumchen mal da lassen und in die Kommentare schreiben, wie ihr den Wechsel auf Mecklenburg findet. Es kamen ja ganz, ganz viele Map-Vorschläge, muss man auch dazu sagen. Aber die Mecklenburg, glaube ich, bei jedem, ne? Ja. Und ich glaube, also, die ist auch ganz gut. Ich glaube, Losberg war noch ziemlich oft, aber die spielen ja einige von uns die so. Die war bei mir auf Platz 1, glaube ich, sogar. Nee, und auf Platz 2, und das Problem ist, glaube ich, bei uns, dass wir da nur in den Zäunen hängen. Was? Das kann sein, ja, weil da hat wirklich alles Kollision. Und die Wege sind halt eng, also 900er Vario ist auf der Map ein Riesenteil. Stimmt. Haben wir jetzt 3 Drescher im Einsatz oder nur 2? Also ich fahre Drescher. Wir haben 4 Drescher insgesamt, ne? Ne, 3 glaube ich. Ne, 3. Was ich, Tino und Guten. Ah, okay, alle 3 im Einsatz, ja? Ja. Was Guten okay, denn? Guten, hast du schon angefangen zu dreschen? Ja. Wo denn? Feld Nummer 3. Ich fahre immer erstmal so eine Kante einmal drüber. Im Endeffekt fahre ich jetzt fast seitdem der Part losgegangen ist. Ach, da ist mal wieder so ein richtig schönes Feld, wo man 5 Minuten für eine Bahn braucht. Das ist geil. Das ist geil, da ist er, ne? Also, da ist er in seinem Element. Ich überlege schon echt, ob ich mir die privat nochmal so abends gönnen, so 3-4 Stunden einfach mal ein Feld dreschen. Wow. Da weißt du auch, was er getan hat. Alles klar, gut. Und los geht das. Da muss schon hart einen am Schwimmer haben, ey. So ohne Mist. Das müssen wir eigentlich nochmal im Livestream machen. So einmal in einer Nacht die komplette Karte. Obwohl, das schaffst du nicht. Das ist ja schon wieder was anderes im Livestream. Könnten wir auch mal machen, irgendwie alle zusammen Livestream. Aber ey, guck mal hier auf der Straße, die haben hier originale Schildposter von Runter vom Gas, kennt ihr die? Eben schön ist Runter vom Gas und dann diese Bilder da drauf. Die gucke ich nicht an, da muss ich sie nicht anhalten. Oh, da kommt ein Schild zur Seite gucken. Augen zukneifen, habe ich nicht gesehen. Ja, richtig, genau. Das ist ein schönes Feld. Frei gefällt mir. Ich glaube, da machen wir den nächsten Mal so eine Ansehwoche. Werner, schaffst du das, die zwei hier abzubauen? Aber und so? Ganz leicht, ganz, ganz leicht. Dann hole ich schon mal Gruber und Gruber das schon mal hier direkt wieder. Willst du vielleicht einen Anhänger zu Guten stellen? Ach, genau, Guten, der ist ja auch noch da. Ladewagen ist Spur unterwegs. Mal gucken, wie lange du brauchst. Ladewagen fährt hinter dir, ja. Ja. Ich sehe das Ende vom Feld nicht mehr, wenn ich jetzt auf der anderen Seite bin. So krass, ne? Das ist echt ein harter Unterschied, aber es wurde sich ja gewünscht, ne? Also ich find's geil. Auch sehr gut, wirklich. Also es macht schon Spaß mit den großen Maschinen. Es ist halt wirklich der Unterschied jetzt zu Goldcrest Valley, wo man halt wirklich, keine Ahnung, 80, 85 Folgen mit dem Startequipment rumgedümpelt sind, ne? Wenn ihr nochmal abtanken, bevor du durchstechen möchtest? Na klar, müssen wir erst warten, bis Tino da ist, um zu gucken, wie die Routen jetzt hier sind. Aber ich finde die Map schön. Map ist wirklich sehr, sehr schön. Aber aufpassen, es gibt hier Blitzer. Oh. Ja, was machen wir da jetzt? Warten. Ja, am besten du fährst erstmal zurück. Weil du bist ja der Kleinste im Raum. Bist du leer, Randy? Jetzt bin ich leer, ja. Hä, okay. Gut, weiter zurück. Der erstmal eine Wendung machen kann. Gut, warte mal. Fährst du jetzt GPS? Ich fahr jetzt GPS, ja. Da muss ich das mal hier so halb nehmen und dann fährst du aber deine ganze. Jetzt du kannst ja gerne fahren, mal. Warte. Ja, hab. Gut, wunderbar. Ja, ich habe halt eine gerade Kante einmal durchgezogen.
Ich glaube, man muss auch noch dazu sagen, bevor jetzt viele Leute sagen, ah, die Maschinen sind so groß und bla bla bla. Leute, wartet erstmal ein paar Folgen ab, wir brauchen diese Arbeitsbreite hier. Ja. Also ganz ehrlich, wenn wir, wie viele Sämaschinen haben wir nochmal von einem Typ? Ich glaube von der normalen 3, 4, irgendwie sowas. Ah, das wird geil, auf Feld 3. Ich sag euch, alle 3-4 Wochen machen wir eine Anseewoche, nur für Feld 3. Eben, genau das ist ja das Problem und jetzt haben das wir echt schon geil. Große Sämaschinen hier. Landwirtschaft extrem ist das hier. Nicht, oder? Ultimate. Die 9 DC da. Okay, weil die Kondor wird dann vielleicht auf Dauer sogar echt Sinn machen. Ja, also das gut, aber ganz ehrlich, ich denke, hier auf der Map werden wir auch Geld verdienen. Das heißt, wir werden uns auch neue Sachen leisten können. Genau. Das ist ja nicht. Ja. Also die Kapazitäten hier haben wir ja. Also allein, was wir hier runterrufen, wenn wir einmal jetzt unsere 4 Felder machen. Aber was wir bedenken müssen, wir sollten unsere 200 Schweine versuchen, am Leben zu halten. Kühe, mein Schau. Die haben ja. Kühe ja eh nicht, ne? Randy, hast nein, du das? Nein, aber du weißt, wie ich meine. Hast du das Equip verkauft für die Kühe? Nein. Weil es war alles da. Es war Futtermischwagen da, Wasserfass. Es ist alles standardmäßig bei hier. Ja. Guck mal, ja. Das brauchen wir ja auch. Naja, also bis auf dem. Dings, ich hab nur den Blue Focus. Haben wir hier Lager für Stroh, Heu und nein. So weiter? Nein. Keine Lager. Wir spielen auch mit Mittel, oder? Wir spielen momentan noch auf Mittel. War mir halt nicht sicher, kann auch gerne noch angepasst, also kann ja später noch angepasst werden. Oh, Ansgar? Ja? Du müsstest das Stroh direkt zu den Kühen bringen. Ja, hatte ich sowieso vor. Irgendjemand müsste den Teleskoplader fahren, weil die haben Sauberkeit 0. Ja. Wie voll sind denn die Drescher hier auf der 18? 32. 40. Diesem enormen Strohauswurf kommt man überhaupt nicht nach. Das ist schon der größte Lade war. Ach, Ansgar, nicht schon wieder jammern, das kann doch nicht sein. Ja, weißt du, Ansgar. Jedes Mal, ne? Ah, ne, ist der zweitgrößte Lade war. Haben wir noch einen größeren? Ja, es gibt noch einen größeren, na, aber der war halt schon bekannt, das Lady-Ding ist ja neu dazugekommen. Dann wechsle ich gleich mal. Ja, also wir haben. Haben wir noch einen? Ne, wir haben noch einen. Achso. Gut, ja, dann habe ich mich nicht verguckt. Ich dachte, aber es geht halt noch, es geht, ja, der zweitgrößte, den es halt gibt. Nee, aber der Stroh können wir ja nicht alles bei den Schweinen reinschütten, oder? Kühen. Ja, du kannst auf alle Fälle alles in der Halle reinwerfen. Ja. Dann bei Gelegenheit rausholen. Oder, Ballen ist nicht so geil, sagt er, ne? Ballen habt ihr nicht so Bock drauf? Doch, gerne. Ja, machen alles, genau. Warum nicht? Ist halt bei den Feldern, da kommen ein paar hundert Ballen rund. Ich sag jetzt mal, wenn man so 50 Balden auf Lager hat und den Rest dann verkauft, ist es ja okay. Ja. Weil es gibt hier zum Beispiel rechts oben auf der Map, oder ich glaube rechts oben war das, oder links oben, weiß ich gar nicht mehr. Es gibt auf alle Fälle den Strohankauf. Ich glaube, langfristig gesehen werden wir es nicht hinbekommen, immer Stroh zu machen. Das Nee. Aber gerade, dass man ein bisschen was am Lager hat halt. Und deswegen halt, sag ich mal, wie Werner sagt, 50 Balden einlagern, ist doch keine schlechte Idee. Ja, kann man also nicht übertreiben auf alle Fälle, weil sonst geht die Performance wieder zugrunde. Ah, bei 50 Beinen passiert nichts. Eben. Also wenn man es nicht übertreibt, glaube ich, ist es okay. Ja, easy. So, ich fahre mal ganz kurz ne? zu den Kühen. Hm. Wo sind denn die Kühe? Oh, geil, ne? Genau beim Hof, Ansgar. Das ist cool, ja. Achso. Genau gegenüber. Wer fährst du denn? Ich fahre 11. Können wir uns auch am Hof treffen, dann fahren wir gemeinsam da rüben. Obwohl es zwischendurch springt, das hat mich festgefahren. Auch mal 10 oder 12. Also ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt, aber das macht auf alle Fälle mehr Fun. Ja, es ist einfach cool, muss man sagen. So, ein alter Lehrer von mir hat immer gesagt, es heißt nicht Mecklenburg, sondern Mecklenburg. Deswegen mal die Frage an die Zuschauer, wie heißt es eigentlich? Heißt es Mecklenburg oder Mecklenburg? Ich würde immer Mecklenburg sagen. Solche Lehrer hätte ich gerne mal gehabt damals. Was haben deine Lehrer denn gesagt? Die sind immer hinten im Vorbereitungsraum, haben kurz einen Hieb aus der Flasche genommen. Ansgar, du bist vorbeigefahren. Lass sie das so tragen. Nein, erzähl ruhig weiter, Randy. Das war's. Ach so. Wie, was? Eigentlich müsstest du die große Wende fahren. Hast du gemacht? Nee, hast du nicht gemacht. Ich bin jetzt wieder auf deiner Nebenspur. Ja, das ist eigentlich falsch. Warum? Weil wir da eigentlich
kollidieren könnten. Das ist ja echt cool, ey. Deswegen ist eigentlich eine frei. Also, ihr müsst euch das Feld hier mal reinziehen, ey. Das ist der Hammer, ey. Wahnsinn, ne? Ja, wir fahren schon wieder ein paar Minuten zurück, ne? Ja. Wir sind gleich zu Ende mit der ersten Folge. Kennt einer von euch die Benz-Map aus dem LS13? Und dann das erste Feld bei Gedroschen, das wisst ihr mehr. Wie hieß die? Benz, Mecklenburg-Vorpommern auch. Naja. Die war halt so, 125 Hektar, glaube ich, das größte Feld. Langsam. Also ungefähr 150% von der Goldquest Rally Gesamtfläche, ein Feld. Und wenn du halt mit dem Drescher gefahren bist, hast du so ungefähr 2,5 Parts gebraucht bei 20 Minuten Parts, um einmal rumzufahren beim Vorgewende. Das war geil. Altes Tor, das dauert ein bisschen. Die Tore sind hier Abfall. So, Ansgar, kommen Sie. Ein bisschen wie auf dem Flughafen, dieser Pilotfahrzeug, die einleiten. Aber gut, Freunde, wir sind erstmal durch. Das Däumchen da lassen nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen, alles verlinkt und bis moin. Tschüss. Tschüss.